Operation Irrlicht, das Bonuslevel des Ingenieurshofs steht noch bevor, ehe wir in das neue Gebiet aufbrechen. Willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2 HD. Es ist furchtbar, ich empfange starke paranormale Signale im Ingenieurshof. Luigi, du bist dran. Hey da, mein Bester, das Paraskop hat neue paranormale Signale empfangen. Aufregend, oder? Hier, der nicht allzu überraschende Plan. Fang so schnell wie möglich sämtliche Geister ein. Und sei vorsichtig, meine Spuksensoren schlagen nämlich aus wie verrückt. Ich lotse dich dorthin, wo es geistert. Nur keine Sorge, ich habe alles im Griff. Fein, dann telefoxle ich dich jetzt rüber. Auf drei. Fertig? Drei! Sehr gut, Professor. Gesundheit? I don't like sand. I don't like sand. Da sind wir ein letztes Mal beim Ingenieurshof. Auch interessant, wie es dieselbe Intro-Sequenz hat wie in der allerersten Mission. Gut, Professor, wo geht's hin? Dann wollen wir mal. Hat sie schon? Schau auf deine Karte. Hat er gerade gesagt, hat sie schon? Oder hab sie schon? Ich meinte, da war ein Schreibfehler. Nein, das ist nicht die Karte. Das ist die Karte. Drüben beim Uhrturmtor. Alles klar. Gut. Lassen wir uns gar nicht erst von irgendwas für Sachen aufhalten, die wir untersuchen könnten. Klar, kann natürlich sein, dass es irgendwo was zu finden gibt, aber das ist nicht unsere Mission diesmal. Unsere Mission ist es, Geister und Mumien zu besiegen. Ich weiß schon, da ist einer. Du kommst bitte gleich mal her und rempelst irgendwo gegen, bitte. Oder auch nicht. Okay, warum ist der jetzt verbrannt? Dass sich an der Laterne da gerade entzündet? Seltsam. So, weg mit euch. Und die Waldbahn. Nein, Wirbelsturmgeister. Ah, er hat mich erwischt. Nein, Yeet. Oh, du Schlawiner. Komm her. Und tschüss. Okay. So, wo geht's weiter, Professor? Du liebes Lotterlaken, beeil dich, Luigi. Gesundheit. Mhm. Im Uhrmacherzimmer und im Schmelzraum. Alles klar. Gut, sausen wir darüber zurück, hätte ich gesagt. So. Schubdidup. Und da drüben ganz schnell mit dem Lastenaufzug hoch. Saugen müssen wir, glaube ich. Ja. So. Was geht hier vor sich? Ein paar Grünlinge sind am Start. Die ich alle auf einmal aufsauge. Yeah. Oder auch nicht, denn der eine hat Hammer und Schild. Aber auch das ist kein Gegner für mich. Sehr gut. Weiter geht's rüber in den Schmelzraum. Mein Sauger und meine Lampe sind wieder zu einem geworden. So, schnell rüber balancieren da und zack. Weiter und hops. Und rüber da. Sehr gut. Rein da. Und da Wender. Hier schon wieder. Dann kommt mal her, ihr beiden. Schön warten, bis alle im Blickwinkel sind. Und euch schnappe ich mir auch gleich beide auf einmal am besten. Sehr gut. Yeah, weg mit euch. Nice. Wo geht's weiter? Oh, es geht noch weiter. Diesmal spuckst in drei Räumen auf einmal. Gesundheit, Luigi. Liegt heute besonders viel Staub in der Luft, wie mir scheint. Lagerhalle, Werkhalle und Uhrturmtor wieder. Okay, dann geht's wieder direkt zurück anscheinend. Ist auch immer zufällig, welche Räume es sind. Will mal an der Stelle erwähnt sein. Ich weiß jetzt nicht, ob's... Ja, wäre vielleicht schlau gewesen, den anderen Weg unten rundum zu nehmen. Wäre vielleicht schneller gegangen, ich weiß es nicht. Aber hier geht's ja genauso. So.
Wo spukt's hier? Im Untergeschoss, alles klar. Dann begeben wir uns mal schnell nach unten. Wenn du dich schon so schlichtig hinter mir herumtreibst, kannst du gleich als erster dran glauben. Und irgendwo steckt noch ein Wayne Rooney, da ist er. Und ein Rüstungsgeist ist auch noch mit dabei. Nicht erwischen lassen, nicht erwischen lassen, Luigi, habe ich gesagt. Komm her, du Schlawiner. Tschüss, Mann. Yeah. Und gleich weiter. In der Werkhalle. Auch hier sind wieder... Wow, ein Schreckgeist, mit dem habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Aber gut, dass wir den gleich erwischt haben. Halt! Nein, nicht so schnell, mein Lieber. Yeah. Und nochmal im Urtum-Tor. Oder beim Urtum-Tor. Kommen nochmal Mumien. Natürlich kommen nochmal Mumien. Diesmal nicht. Das sind doch, glaube ich, immer wieder dieselben Geister. Kommst du bitte her und machst keine Faxen? Ja, so geht's auch. Actually hätte ich ihn am besten gleich in die Fackel, in die Laterne lotsen können. Aber naja, so geht's eben auch. 4 Minuten 47, sehr gut. Das kann sich doch sehen lassen, würde ich mal sagen. Eine Glanzleistung, Luigi. Bei dem Tempo bist du es, der die Geister zum Schlottern bringt. Dann mal schnell zurück mit dir. Das würde ich doch auch meinen. Easy going. Mission complete. In 4 Minuten 47 Sekunden mit 20 gefangenen Geistern, 25 verlorenen Herzen, 732 gefangenen gesammelte Reichtümer und das gibt einen vergoldeten 3-Sterne-Rang. Sehr gut. Hallöchen. Punktlandung, Luigi. Lass uns die kleinen Rabauken schnell aus ihrem engen Behältnis befreien. Damit sie direkt in ein größeres Behältnis geliefert werden, oder was? Yeah, nichts Neues außer Geld. Sehr gut. Gut, dass aus dem Spuk ein Ende gemacht wurde. Es ist schreckend. Erschreckend, wie schnell so eine Geisterklicke ein ganzes Bauwerk besetzen kann. Aber so läuft's nun mal in der Geisterforschung. Mal studiert man mit heißem Bemühen und genauso oft läuft es einem eiskalt über den Rücken und in den Pantoffeln. Puh, ein Glück, dass es hier im Unterschlupf so warm und sicher ist. Sie sagen es. Findest du nicht auch, Luigi? Ja, doch, doch. Tu nur mal so, oder? Tu nur mal so. Auch das hätten wir mit Bravour abgeschlossen. Tip top. Gut, und damit wir noch ein bisschen mehr Screentime erreichen, gucken wir noch schnell in den Git-Speicher runter. Und schauen uns noch ein paar Kleinigkeiten an. Oh, das ganze Cash da im Hintergrund. Krass. Gut. Gibt es denn irgendwas für neue Geister? Ja, den eigentlich nicht. Haben wir noch ein neues Geistergewicht. Genauso wie bei dem. Sonst irgendwas Neues? Die kennen wir ja alle bereits. Aber der Kollege, der ist neu. Der starke Schleicher. Dieser Geselle macht Ärger. Unangenehmer als ein normaler Schleicher. Zäher und fieser. Jeder Fleck an seinem Körper strotzt nur so vor Kraft. 17 Wunzen. Mhm. Schon sehr interessant. Was es wohl auf sich hat mit diesem Muster. Den neuen... Geistermeister, der Igittmeister, lauerte in der riesigen Turmuhr, um sein Finstermundstück zu bewachen. Eine denkwürdige Schlacht, die Luigi sich mit den Schergenscharen lieferte. Oh ja, 52 Wunzen der Gute. Mit 3 Hörnern, sehr cool. Und dann haben wir da noch diesen Kollegen, den uralten Poltergeist. Ein Poltergeist aus Urzeiten, der einen der heiß begehrten Uhrzeiger an sich gerissen hatte. Meister über Luft und Sand mit jahrelanger Übung. Auch sehr interessant. Ja, das war's an sich mit den neuen Geistern.
gucken uns noch die Juwelen an. Beziehungsweise die Statuen, die wir... Ja, die Statue, die wir für diese Juwelen bekommen. Ein stolzer, zufriedener Luigi. Jawohl, so kann sich das sehen lassen. So fühle ich mich auch immer, wenn wir eine... Ja, wenn wir einen Einsatz zu 100% completed haben. In diesem Sinne gehen wir zu Professor Egid zurück. Hallo. Wo soll's hingehen, Luigi? Als nächstes dann bitte zum Schneebergwerk. Aber das erst in der nächsten Folge. Wenn ihr gespannt drauf seid, lasst einen Daumen nach oben da und verpasst nicht den ersten Part. Bis dahin, haut rein und tschüssi.